Grandma, bist du auch ein braver Junge gewesen? Connors Großmutter kniff Connor so heftig in die Wangen, dass er sicher war, es würde Blut kommen. Er ist sehr brav gewesen, Ma, sagte Connors Mutter, die sich ihren blauen Lieblingsschal um den Kopf gebunden hatte und zwinkerte ihm hinter Grandmas Rücken zu. Du brauchst ihm also nicht ganz so weh zu tun. Ach, Unsinn, sagte seine Großmutter und gab ihm auf jede Wange noch einen spielerischen Klaps, was sogar ziemlich weh tat. Willst du nicht in die Küche gehen und für deine Mutter und mich Teewasser aufsetzen? Sagte sie, und es klang kein bisschen wie eine Frage. Als Connor dankbar das Zimmer verließ, stemmte seine Großmutter die Hände in die Hüften und sah seine Mutter an. Also, mein Herz, hörte er sie noch sagen, bevor er in die Küche ging, was sollen wir nun bloß mit dir machen? Connors Großmutter war nicht wie andere Großmütter. Lillys Großmutter zum Beispiel, die er schon ganz lange kannte, war so wie Großmütter sein sollten, runzlig und warmherzig, mit weißem Haar und allem, was dazugehört. Sie kochte Mahlzeiten, bei denen es drei verschiedene unendlich lange gekochte Gemüsesorten für alle gab, und an Weihnachten stand sie mit einem kleinen Glas Sherry in der Hand und einer Papierkrone auf dem Kopf in der Ecke und kicherte vor sich hin. Connors Großmutter dagegen trug maßgeschneiderte Hosenanzüge, färbte sich die Haare, um das Grau darunter zu verdecken, und sagte Dinge, die nicht den geringsten Sinn ergaben, zum Beispiel 60 ist das neue 50 oder Autoklassiker brauchen die teuerste Politur. Was sollte das überhaupt heißen? Sie verschickte E-Mail-Geburtstagskarten, diskutierte mit Kellnerinnen über die Weinkarte und arbeitete noch. Ihr Haus war das Schlimmste von allem, voller teurer alter Sachen, die man unter keinen Umständen anfassen durfte. Zum Beispiel eine Uhr, die sie nicht mal ihre Putzfrau abstauben ließ. Das war noch sowas. Welche Großmutter hatte denn eine Putzfrau? Zwei Stück Zucker, keine Milch, rief sie vom Wohnzimmer aus, während Connor den Tee machte, als wüsste er das nicht von ihren 3000 früheren Besuchen. Danke, mein Junge, sagte seine Großmutter, als er den Tee brachte. Danke, Liebling, sagte seine Mutter verstohlen lächelnd, weiterhin noch bereit, sich mit ihnen gegen ihre Mutter zu verbünden. Er konnte nicht anders, er lächelte still zurück. Und wie war es heute in der Schule, junger Mann? Fragte seine Großmutter. Gut, sagte Connor. Es war gar nicht gut gewesen. Lilly war immer noch sauer. Harry hatte ihm einen Filzstift ohne Kappe tief in den Rucksack gesteckt und Miss Quorn hatte ihn beiseite genommen, um ihn mit ernstem Gesichtsausdruck zu fragen, wie er denn zurechtkomme. »Weißt du«, sagte seine Großmutter und setzte ihre Teetasse ab, »es gibt da ein fabelhaftes privates Jungengymnasium, keinen Kilometer von meinem Haus entfernt. Ich habe es mir mal genauer angeschaut und das akademische Niveau ist ziemlich hoch, sicherlich viel höher als an der hiesigen Gesamtschule.« Connor starrte sie an, denn das war der andere Grund, warum er ihre Besuche nicht mochte. Was sie gerade gesagt hatte, konnte einfach nur bedeuten, dass sie seine Schule schlecht fand. Aber vielleicht bedeutet es auch mehr. Vielleicht war es ein dezenter Hinweis auf eine mögliche Zukunft. Ein mögliches Danach. Connor spürte, wie die Wut in seiner Magengrube brodelte. Er ist glücklich da, wo er ist, Ma, sagte seine Mutter schnell und warf ihm wieder einen Blick zu. Nicht wahr, Connor? Connor knirschte mit den Zähnen und antwortete, ja, es ist alles gut, so wie es ist. Zum Abendessen bestellten sie sich etwas beim Chinesen. Connors Großmutter kochte eigentlich nicht. Das stimmte. Wann immer er bei ihr zu Besuch gewesen war, hatte er in ihrem Kühlschrank kaum mehr als ein Ei und eine halbe Avocado gefunden. Connors Mutter war immer noch zu erschöpft, um sich selbst in den Herd zu stellen, und obwohl Connor das hätte übernehmen können, kam seine Großmutter diese Möglichkeit anscheinend überhaupt nicht in den Sinn. Das Abräumen hingegen wurde ihm überlassen. Als er gerade dabei war, die Aluschalen in den Abfalleimer zu stopfen, auf dessen Grund er die Tüte mit den giftigen Beeren versteckt hatte, tauchte seine Großmutter hinter ihm auf. »Wir zwei müssen uns mal unterhalten, mein Junge«, sagte sie und baute sich im Türrahmen auf, sodass ihm der Fluchtweg abgeschnitten war. »Ich habe einen Namen, weißt du«, sagte Connor, während er den Müll zusammendrückte. »Ich heiße nicht mein Junge. Sei nicht so frech«, sagte seine Großmutter. Er starrte sie eine Zeit lang an, wie sie so mit verschränkten Armen dastand. Sie erwiderte seinen Blick. Dann schnalzte sie mit der Zunge. »Ich bin nicht deine Feindin, Connor«, sagte sie. »Ich bin hier, um deiner Mutter zu helfen.« »Ich weiß, warum du hier bist«, sagte er und nahm sich einen Lappen, um eine bereits saubere Arbeitsfläche noch einmal abzuwischen. Seine Großmutter streckte die Hand aus und riss ihm den Lappen aus der Hand. »Ich bin hier, weil ein 13-jähriger Junge keine Arbeitsflächen abwischen sollte, solange man ihn nicht darum bittet.« Er bedachte sie mit einem finsteren Blick. »Wolltest du es denn gerade tun?« »Connor, fahr einfach wieder ab«, sagte Connor. »Wir brauchen dich hier nicht.« »Connor«, sagte sie etwas bestimmter, »wir müssen darüber sprechen, was passieren wird. Nein, müssen wir nicht. Sie ist nach den Behandlungen ja nicht ewig krank. Morgen wird es ihr besser gehen«, er funkelte sie an. »Und dann kannst du wieder nach Hause fahren.« Seine Großmutter wandte den Blick zur Decke und seufzte.
Dann rieb sie sich mit beiden Händen übers Gesicht und er stellte überrascht fest, dass sie wütend war. Richtig wütend. Aber vielleicht nicht auf ihn. Er holte einen neuen Lappen heraus und fing wieder an zu wischen. Bloß damit er sie nicht anschauen musste. Er wischte die ganze Fläche bis zur Spüle und schaute beiläufig aus dem Fenster. Das Monster stand im Garten, so groß wie die untergehende Sonne, und beobachtete ihn. »Es wird dir morgen scheinbar besser gehen«, sagte seine Großmutter mit belegter Stimme. »Aber nicht wirklich, Connor.« Also das stimmte ja nun einfach nicht. Er wandte sich wieder zu ihr um. »Die Behandlung machen sie gesund«, sagte er. »Deshalb bekommt sie sie ja.« Seine Großmutter sah ihn lange an, als versuche sie, sich über etwas klar zu werden. »Du musst mit ihr darüber reden, Connor«, sagte sie schließlich. Und dann wie zu sich selbst, »sie muss mit dir darüber reden.« »Worüber muss sie mit mir reden?«, fragte Connor. Seine Großmutter verschränkte die Arme. »Darüber, dass du bei mir leben wirst.« Connor zog die Stirn in die Falten, und eine Sekunde lang schien sich das gesamte Zimmer zu verdunkeln. Eine Sekunde lang meinte er, das ganze Haus würde schwanken. Eine Sekunde lang meinte er, er könnte mit bloßen Händen den ganzen Fußboden aus der dunklen, lehmigen Erde reißen. Er blinzelte. Seine Großmutter wartete auf eine Antwort. »Ich ziehe nicht zu dir«, sagte er. »Connor, ich ziehe nie im Leben zu dir.« »Doch, das wirst du«, sagte sie. »Es tut mir leid, aber das wirst du. Ich weiß, dass sie dich beschützen will. Aber ich glaube, es ist äußerst wichtig für dich zu wissen, dass du ein Zuhause hast, wenn dies hier alles vorbei ist, mein Junge. Und jemanden darin, der dich liebt und für dich sorgt.« »Wenn dies alles vorbei ist«, sagte Connor zornig, »fährst du wieder ab und alles ist gut. Connor.« Und dann hörten sie beide aus dem Wohnzimmer, »Ma? Ma!« Seine Großmutter eilte so schnell aus der Küche, dass Connor erschrocken zurücksprang. Er hörte seine Mutter husten und seine Großmutter sagte, »Ist ja gut, mein Liebling, ist ja gut, sch, sch, sch.« Auf dem Weg ins Wohnzimmer warf er einen Blick aus dem Küchenfenster. Das Monster war weg. Seine Großmutter saß auf dem Sofa neben seiner Mutter und streichelte ihren Rücken, während sie sich in einen kleinen Eimer übergab, den sie für alle Fälle immer neben sich stehen hatte. Seine Großmutter sah zu ihm herüber, aber ihre Miene war starr, hart und vollkommen undurchdringlich. Geschichten sind wilde Wesen. Es war dunkel im Haus. Seine Großmutter hatte seine Mutter endlich ins Bett gebracht, war dann in Connors Zimmer gegangen und hatte die Tür hinter sich geschlossen, ohne ihn zu fragen, ob er noch etwas daraus brauchte, bevor er sich schlafen legte. Connor lag wach auf dem Sofa. Er glaubte nicht, dass es ihm gelingen würde, einzuschlafen. Nicht nach all dem, was seine Großmutter gesagt hatte, nicht, wenn er daran dachte, wie seine Mutter heute Abend ausgesehen hatte. Die Behandlung war 3 Tage her, und normalerweise begann es ihr dann besser zu gehen. Aber nun musste sie sich immer noch übergeben und war immer noch so erschöpft, schon viel länger, als sie es eigentlich hätte sein sollen. Er drängte die Gedanken beiseite, aber sie kehrten zurück, so dass er sie wieder wegschieben musste. Irgendwann war er dann wohl doch eingeschlafen. Er merkte es daran, dass der Albtraum kam. Nicht der Baum. Der Albtraum. Mit den brüllenden Winden, mit dem schwankenden Grund, den Händen, die er ganz fest hielt und doch nicht halten konnte. All seine Kraft bot Connor auf und trotzdem war es nicht genug. Dann der Griff, der sich lockerte, der Sturz und der Schrei. »Nein!« rief Connor. Aber die Angst ließ ihn nicht los. Sie umklammerte seine Brust so fest, dass er das Gefühl hatte, nicht mehr atmen zu können. Seine Kehle war wie zugeschnürt und seine Augen füllten sich mit Tränen. »Nein«, sagte er nochmal. Etwas leiser. Es war still und dunkel im Haus. Er lauschte einen Moment, doch nichts regte sich, kein Geräusch von seiner Mutter oder seiner Großmutter. Er spähte durch die Dunkelheit zu der Uhr am DVD-Gerät. 0:07. Natürlich. Er horchte angestrengt in die Stille hinein, aber nichts geschah. Er hörte seinen Namen nicht, er hörte kein Holz knarren. Vielleicht würde es diese Nacht nicht kommen. 0:08 zeigte die Uhr an. 0:09. Etwas verärgert stand Connor auf und ging in die Küche. Er sah aus dem Fenster. Das Monster stand im Garten. »Warum hast du so lange gebraucht?«, fragte es. »Es ist Zeit, dass ich dir die erste Geschichte erzähle«, sagte das Monster. Connor rührte sich nicht von dem Gartenstuhl, auf den er sich gesetzt hat, nachdem er hinausgegangen war. Er hatte die Beine an die Brust gezogen und presste das Gesicht gegen seine Knie. »Hörst du zu?«, fragte das Monster. »Nein«, sagte Connor. Er spürte den Wind wieder heftig um sich herum wirbeln. »Ich verlange, dass du mir zuhörst«, begann das Monster. »Ich bin so alt wie dies Land, und du wirst mir den Respekt erweisen, der mir gebührt.« Connor stand von dem Stuhl auf und steuerte auf die Küchentür zu. »Wo willst du bitte hin?«, fragte das Monster. Connor fuhr herum, und sein Gesichtsausdruck war so wütend, so gequält, dass das Monster sich doch tatsächlich aufrichtet und erstaunt die gigantischen Augenbrauen hob.
Was weißt du denn schon? Fauchte Connor es an. Was weißt du über irgendwas? Ich weiß über dich Bescheid, Connor O'Malley, sagte das Monster. Nein, weißt du nicht, sagte Connor. Sonst wüsstest du nämlich auch, dass ich keine Zeit habe, mir dumme, langweilige Geschichten von irgendeinem dummen, langweiligen Baum anzuhören, den es nicht mal wirklich gibt. Ach ja, sagte das Monster. Und von den Bären auf dem Boden deines Zimmers hast du nur geträumt? Und selbst wenn nicht, wen interessiert das? Schrie Connor zurück. Das sind doch bloß blöde Bären. Huhu, wie unheimlich. Bitte, bitte, rette mich vor den Bären. Das Monster musterte ihn fragend. Wie merkwürdig, sagte es. Du behauptest, du hättest Angst vor den Bären, aber dein Benehmen scheint das Gegenteil auszudrücken. Du bist so alt wie das Land und hast noch nie was von Sarkasmus gehört? Oh doch, sagte das Monster und stemmte seine riesigen Hände in die Hüften. Aber die Menschen sind meistens klug genug, ihn mir gegenüber nicht anzuwenden. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Das Monster schüttelte den Kopf, aber nicht als Entgegnung auf Connors Frage. Äußerst ungewöhnlich, sagte es. Nichts, was ich tue, scheint dir Angst zu machen. Du bist nur ein Baum, sagte Connor. Und das war tatsächlich alles, was es für ihn war. Obwohl er ging und sprach und obwohl er größer war als das Haus und ihn mit einem Biss hätte verschlingen können, war das Monster letzten Endes doch nur eine Eibe. Connor sah sogar, dass an den Zweigen in Ellbogenhöhe noch mehr Bären wuchsen. Außerdem gibt es Schlimmeres, wovor du Angst haben musst, sagte das Monster, und das war keine Frage. Connor sah zu Boden, dann zum Mond hinauf, nur bloß nicht in die Augen des Monsters. Das Albtraumgefühl überfiel ihm wieder und ließ alles um ihn herum in Dunkelheit versinken, alles schwer und überwältigend erscheinen, als müsste er einen Berg mit bloßen Händen anheben und dürfte erst gehen, wenn er es geschafft hatte. Ich dachte, sagte er, doch da musste er erst mal husten. Ich habe gesehen, wie du mich vorhin beobachtet hast, als ich mich mit Grandma gestritten habe, und ich dachte... Was dachtest du? Fragte das Monster, als Connor den Satz nicht zu Ende geführte. Vergiss es, sagte Connor und wandte sich wieder zum Haus um. Du dachtest, ich wäre vielleicht da, um dir zu helfen, sagte das Monster. Connor blieb stehen. Du dachtest, ich wäre vielleicht gekommen, um deine Feinde zu besiegen, deine Drachen zu erledigen? Connor blickte sich immer noch nicht um. Aber er ging auch nicht hinein. Du wusstest, dass es die Wahrheit ist, als ich sagte, du hättest mich gerufen. Du wärst der Grund, warum ich mich auf den Weg gemacht habe, nicht wahr? Jetzt drehte Connor sich um. Aber du willst mir ja nur Geschichten erzählen, sagte er. Er konnte seine Enttäuschung nicht verbergen, denn es stimmte tatsächlich. Genau das hatte er gedacht. Er hatte es gehofft. Das Monster kniete sich hin, so dass es Connor direkt in die Augen sehen konnte. Geschichten davon, wie ich Feinde besiegt habe, sagte es. Geschichten davon, wie ich Drachen erlegt habe. Connor blinzelte zurück. Geschichten sind wilde Wesen, sagte das Monster. Wer weiß, was für ein Unheil sie anrichten können, wenn man sie loslässt. Das Monster hob den Kopf und Connor folgte seinem Blick. Es schaute zu Connors Schlafzimmerfenster, zu dem Zimmer, in dem jetzt seine Großmutter schlief. Ich möchte dir davon erzählen, wie ich mich einmal auf den Weg gemacht habe, sagte das Monster. Ich möchte dir vom Ende einer bösen Königin erzählen und davon, wie ich dafür gesorgt habe, dass sie nie mehr gesehen wurde. Connor schluckte und richtete seinen Blick wieder auf das Gesicht des Monsters. Erzähl, sagte er.